Hallo und schön, dass du da bist. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Fuchs macht den Hasen zu seinem Leibeigenen. Von Josef Haltrich. In seinem Missmut traf der Fuchs auf den Hasen. Der war gesättigt und sprang fröhlich herum wie eine Geiß. »Halt, halt!« rief der Fuchs. »Ich mag es nicht leiden, dass so ein Kerl immer lustig ist und sich gebärdet als unser einer. Gleich sollst du mit mir kämpfen, und da will ich sehen, ob du mit Ehren in der Welt fortleben kannst. Und da liegst du, so bist du mein Eigen mit Haut und Haar.« Da zitterte der Hase nach seiner Natur schon im Voraus, und als es zum Gefechte kam, da ward er leicht überwunden. »Das Ehrenzeichen gebührt dir nicht«, sprach der Fuchs und biss dem Hasen den Zagel ab und fügte ihn an den seinen. Darum hat der Hase einen Stumpfschwanz und der Fuchs seinen so langen Zagel, und kommt das Weiße an der Spitze vom Schwänze des Hasen. Der Hase aber lief eiligst fort. »Du bist dennoch mein Eigen«, rief ihm der Fuchs nach, »denn wessen der Zagel ist, dem gehört auch was drangehangen.« Deshalb betrachtet der Fuchs den Hasen bis heute als seinen vollkommenen Leibeigenen und tötet ihn geradezu, wo er ihn findet. Danke fürs Zuhören. Wenn dir das Märchen gefallen hat und du noch nicht schläfst, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Und falls du noch nicht schlafen kannst, findest du hier ein weiteres Märchen. Bis bald.